Nachdem ich euch bereits die Programme vorgestellt habe, die ich für meine Stop-Motion-Animation nutze, zeige ich euch heute, wie genau der gesamte Dreh eines solchen Films abläuft. Viel Spaß! Natürlich beginnen wir erstmal mit der Planung. Desto umfangreicher ein Film ist, desto besser sollte er geplant werden. Ansonsten vergisst man einfach zu viele Dinge oder stößt mitten im Dreh auf Probleme, die das Projekt scheitern lassen. Bei der Ideenfindung lasse ich mir sehr ungern von anderen Leuten reinreden. Ich frage euch zwar immer bewusst nach Themen, um Vorschläge zu erhalten, entscheiden tue ich aber trotzdem noch selbst. Habe ich erstmal eine Grundidee, geht das Schreiben des gesamten Drehbuchs meist sehr schnell. Hierfür nutze ich Word und teile die fertigen Animationen in einzelne Szenen ein. Diese kann ich dann später Foto um Foto abarbeiten und laufe nicht wirklich Gefahr, etwas zu vergessen. Vor dem eigentlichen Dreh kommt allerdings noch ein Schritt, der oft sehr viel Zeit in Anspruch nimmt: die Vorbereitung. Damit man alles vorbereiten kann, sollte das Drehbuch möglichst vollständig sein. Nur dann weiß ich beispielsweise, welche Figuren oder Fahrzeuge ich gebrauchen kann. Nach diesen frage ich dann bei ausgewählten Händlern nach oder kaufe sie mir einfach selbst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Set. Auch hierbei ist es sehr wichtig, den ganzen Film vor Augen zu haben. Wir bauen nicht einfach einen Mock, sondern wir sollten uns genau überlegen, wo eine Figur was machen muss. Läuft sie zum Beispiel einen Weg entlang, sollte dieser eine ebene Laufbahn gewähren, damit das Animieren nicht zu qual wird. Auch hierfür müssen meistens extra Steine nachbestellt werden. In diesem Schritt begebe ich mich auch direkt auf die Suche nach geeigneten Voice-Actern. Mittlerweile habe ich schon ein paar Leute gefunden, mit denen ich immer sehr gerne zusammenarbeite. Denen schicke ich dann ihre Zeilen und nach ein paar Tagen habe ich meist schon ein Ergebnis. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Animation. Über diesen Punkt habe ich eigentlich schon in anderen Videos wiederholt gesprochen. Für eine Sekunde benötige ich etwa eine halbe Stunde. Das variiert aber fairerweise stark. Manchmal bin ich leider etwas faul und drehe einige Szenen sehr schnell ab. Da ich wie gesagt schon unzählige andere Videos zu diesem Thema herausgebracht habe, gehen wir direkt zum nächsten Punkt: den visuellen Effekten. Auch in diesen Schritt investiere ich sehr viel Zeit. Mittlerweile benötigt fast jeder einzelne Take visuelle Effekte. Worum es sich dabei handelt, variiert allerdings so gut wie immer. Ein Klassiker sind zum Beispiel Muzzle Flashes, also der Schuss einer Waffe. Immer öfter koloriere ich meine Animationen auch schon in After Effects und nicht erst in der Schnittsoftware. Zum Teil ändere ich auch den Hintergrund oder füge nachträglich eine Kamerabewegung ein. Wie gesagt, es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten und ich probiere auch mit jedem Video besser zu werden. Nach diesem Schritt geht es dann an den Schnitt. Zuallererst importiere ich alle Clips, die Musik und die Audiodateien der Voice Actor. Nach Möglichkeit versuche ich, die Videodateien genau auf die Musik anzupassen. Hierfür suche ich mir markante Punkte in der Musik und dem Video heraus und versuche sie zu synchronisieren. Auch das Audio wird direkt mit eingebaut. Steht dann die gesamte Konstruktion, füge ich noch die Soundeffekte ein. Dieser Schritt kann auch extrem lange dauern, macht mir aber persönlich immer sehr großen Spaß. Falls es nötig ist, setze ich mich auch noch einmal an die Farbkorrektur. Das fertige Video wird dann in einem für YouTube passenden Format exportiert und in Photoshop erstelle ich mir noch ein passendes Thumbnail. Dann wird es nur noch auf YouTube hochgeladen und ich hoffe, dass es bei euch gut ankommt. Genau das gleiche hoffe ich übrigens auch über dieses Video. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.